In diesem Video möchte ich zeigen, wie man bei ET4-Kiosken, die einen Barcode-Leser eingebaut haben, sehr einfach die Einstellungen ändern kann. Ich habe jetzt hier mal die Konfiguration eines Geräts vorhanden. N7JM wäre der Aktivierungscode für das Gerät. Aber jetzt habe ich hier mir den Barcode einmal ausgedruckt. Das heißt, jetzt muss ich nicht über das Setup den Barcode manuell eingeben, sondern ich halte einfach den Barcode vor das Lesegerät und das Setup passt sich automatisch an. Probieren wir es mal aus. Ich gehe dafür einfach vor das Gerät und hier unten, wo der Barcode-Leser ist, man sieht jetzt hier eine Anwendung und hier ist eben eine andere hinterlegt. Ich halte das vor den Scanner, das Ganze wird geladen und die neue Einstellung von dem Gerät ist eingespielt. Das heißt, damit kann man sehr schnell bei sehr vielen Geräten, wo der Barcode-Scanner verfügbar ist, die Konfiguration der Geräte ändern.